Surgeon Simulator Folge 6. Nierentransplantation. Immer noch. Unser Dr. Bob. Und da, wieso sage ich immer Dr. Bob? Ich komme immer Dr. Bob wegen Dings, wegen The Last of Us darauf zu sprechen. Ja, wir haben ja rausgefunden, dass es beim letzten Mal nicht so toll geklappt hat. So, mein Gott, dieser dämliche Becher geht mir auf den Sender hier. Mann, verschwinde hier. Verschwinde. So. Wir waren eigentlich guter Dinge, oder beziehungsweise es lief eigentlich ganz geschmeidig. Ja. Ich muss nur die ganzen Skalpelle anders greifen, dass man da ein bisschen besser sieht. Ja. Na, nur vorsichtig. Etwas vorsichtiger sein mit ganzen Gedöne. Ja. Kann das sein, dass die Schnittkanten schon eingezeigt werden? Nee, oder? Nee, okay. Ich sehe überhaupt nicht, wo er da schneidet. Ah, jetzt ist... Okay, da unten ist schon mal lose. Hallo? Lass los! Lass los! Lass doch! Nein, das Skalpell steckt da drin. Nein! Das geht ja schon gut los. Oh, ich brauche erstmal eine Spritze. Erstmal brauche ich eine Spritze. So, in den Hals, ins Ohr, so. Nein, das Skalpell steckt da drin. Oh mein Gott, nein! Ja, da können wir noch nichts machen. Das heißt, wir müssen da noch mal ein bisschen schnibbeln. Wofür ist das denn Dingen hier? Für Rektaloperation? Hm. Schauen wir mal. Müssen wir mal gucken, vielleicht kann man hier irgendwie was machen. Huch, hallo? Irgendwie funktioniert das nicht so, wie ich mir das gerade vorstelle. Weil, okay. Jetzt haben wir das schon mal lose. Aber er verliert sehr, sehr viel Blut. Das heißt, wir sollten mal schleunigst nochmal die Spritze verwenden. Hallo? Jetzt ist schon wieder der dämliche Becher im Weg. Nein! Geh weg! Willst du mich veräppeln? So. Also. Huch! Oh, er verliert ein bisschen viel Blut im Gesicht, finde ich, oder? Was ist das denn? Stopp die Blutung! Stopp die Blutung! Ja. Alles gut, alles gut, wenn du aufhast. Dein Gesicht ist auch noch schön, wenn du aufhast. Ja. Tüdelü. So, jetzt müssen wir mal gucken. Können wir dann jetzt hier irgendwas... Oh, genau. Also, riech mal dran. So. Aber das war noch nicht los, ne? Was ist das da hinten? Das müssen wir doch auch, das ist die Leber, ne? Können wir die schon rausholen? Ja. Nein, können wir. Doch, können wir schon. Weg damit. Hui. Brauchst du bald eine neue? Du alten Raucher. Und Säufer. So. Wo ist denn. Ah, da ist mein Skalpell. Krieg ich das da raus? Krieg ich mein Skalpell da raus? Ja, ich krieg mein Skalpell da raus. Oh, Gott sei Dank. Er verliert schon wieder Blut. Ich werde nochmal abpieksen. Ein wenig. Wie er doch den Kopf auch dreht. Total ulkig. So, Skalpell nehmen und nochmal ein bisschen rumschnibbeln. Ich schau mal, dass wir... Wir müssen doch ein wenig hier unten das losschneiden. Aber wie gesagt, der hält das Skalpell so dämlich, dass wir da gar nicht großartig was... Mein Gott. Ja, was willst du denn jetzt mit dem Becher? Willst du eine Limo trinken oder was? Hallo, wir müssen eine Operation durchführen. Schmeiß den Becher weg. Mann. Ja, natürlich schmeißt du das Skalpell ins Gesicht. Hallo? Irgendwo hier müssen wir, glaube ich, schnibbeln. Aber irgendwie funktioniert das nicht so, wie ich mir das Ganze vorstelle. Wie gesagt, also... Das ist nicht einfach... Muss man dazu sagen. Ja, das sieht alles so einfach aus. Hallo? Aber wer selber den Surgeon Simulator schon gespielt hat, weiß, dass es einer richtigen Operation sehr, sehr nahe kommt. Ja, und ich als angehender Arzt hier meinen guten Job mache. Oder einen guten Job mache. So. Hallo? Hallo?
Hallo. Warum schneidet er denn da? Huch. Huch. Okay. Er will aber auch nicht, dass... Hallo? Er möchte aber auch nicht, dass, wieder ihr... Huch. Er möchte aber auch nicht irgendwie... Da ist schon wieder die Uhr flöten gegangen. Ich würde doch gerne mal... Hallo? Das Skalpell, nimm das Skalpell. Nimm das Skalpell. Okay, er nimmt es nicht, dann nehmen wir das da hinten. So. Das haben wir los, ne? Ich glaube schon, ja. Man sieht aber auch nicht, oder beziehungsweise man weiß nicht genau, wo man das schneiden muss und in welche Reihenfolge, ob das irgendwie einen Sinn macht, so einfach reinzupopeln oder ob man wirklich da irgendwie eine gewisse Stelle treffen muss. Das wird ja kein... So, hier sieht es schon mal nicht aus, als würde ich hier was tun können. Was ist mit hier oben? Muss ich hier oben vielleicht irgendwas schneiden? Na, vielleicht? Nee. Das ist aber auch nicht einfach, muss man dazu sagen. Ich wollte schon immer mal das Ganze ausprobieren mit der Kamerasteuerung. Huch, ich werde mal eben eine Spritze verpassen. Weil man kann das ja angeblich mit der Kamera steuern, ja? Also mit der Hände. Ich werde das jetzt mal ausprobieren. Ich werde mal eben auf die Optionstaste drücken und den Bewegungssensor aktivieren, oder? Nee, rechter Stick. Hä? Was habe ich denn? Was habe ich denn jetzt die ganze Zeit gehabt? Hä? Was? Was? Yay! Ach so, jetzt kann ich... Ach so, okay. Die ganze Zeit war die... Ach so. Also, aber man kann das angeblich mit der Kamera steuern. Da Kamerasteuerung. Ich werde mal eben den Bewegungssensor aktivieren. Aktiviert, so. Ich weiß gar nicht. Müssen wir ausprobieren, wie das... Huch! Nach oben. So, noch. Hallo? Da sollte ich mich ein wenig hinstellen. Okay, das funktioniert nicht so, wie ich mir das vorstelle. Hui! Hui! Nein, das funktioniert nicht so, wie ich mir das vorstelle. Also wieder deaktivieren. Weitermachen. Also irgendwie kriege ich auch hier dieses ganze Gepopel hier nicht raus. Das verstehe ich nicht. Wieso nicht? Mal hier die... Huch, die Schere möchte doch nicht zu mir. Kann doch nicht sein. Das muss doch irgendwie... Da unten ist noch dieses Stück, was da von dem einen Damen dran ist. Das ist immer noch dran. Das haben wir... Also haben wir das vorher auch nicht rausbekommen. Aber wo muss ich denn hier noch schneiden, dass es hier noch abgeht? Das andere hier. Vielleicht hier oben? Sieht so förmlich danach aus. Nee. Wo haben wir das denn vorhin geschnitten? Oder in der letzten Folge, beziehungsweise? Das kann doch nicht sein, dass ich hier alles am... Ich habe gleich schon die Nieren unten drunter los, weil ich hier so am Rumpopeln bin. Probieren wir alles mal aus. Also es kann ja nicht sein, dass hier nichts... Das gibt's doch nicht. Och Leute, jetzt bleibt auch nur die Schere stecken? Natürlich. Da ist schon die Dings raus. Die erste Niere. Aber was bringt mir das, wenn ich hier an diesen scheiß Dickdarm nicht vorbeikomme? Ist doch, glaube ich, der Dickdarm, ne? Oder ist es der Dünndarm? Ich weiß es gar nicht. Mein Gott. Soll es kein Victory-Zeichen machen? Hallo? Da ist schon die erste Niere. Juhu! Nehmen wir mal auf den Wecker. Spritze. So. Ja, das gibt's es nicht. Das ist jetzt echt, das ist doch irgendwie, ne? So, müssen wir mal gucken. Vielleicht hier mit der Schere vielleicht nochmal irgendwas handhaben. Vorsicht ist ja die Mutter der Porzellankiste. Ja. Aber anscheinend bringt ja auch Vorsicht gar nichts, weil anscheinend
will sich dieser verdammte, verkackte Dick- oder Dünndarm nicht lösen. Hallo? So, jetzt lasse ich die Schere einfach da drin stecken. Nimm die Säge. So, und die kann er dann für sich behalten. Hier. So, da hast du. Hallo, willst du hin? Sollst du... Ach, weißt du was? Komm, aua. Ich krieg den Bogen. Ich bin high. Peace. Peace. Peace, meine Freunde. Peace. Peace. Was geht ab? Was geht ab? Komm, ich steck dir die zwei Finger in die Nase und dann bohr ich mal. Irgendwie will der... Huch! Wo ist die Säge hin? Ja. Irgendwie... Hallo? 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 Ich krieg noch mal die Säge die Schere raus, ist sowas möglich. Mein Arzt ist gerade zu overpowered für die Mission, weil er noch mal die Schere rauskriegt, weil die jetzt unterm Dünndarm liegt oder Dickdarm, wie auch immer, whatever. So, also wenn wir noch ein bisschen rumpopeln mit dem Hammer, dann ist die Geschichte auch gleich hier vorbei mit Bob. So, so, zack, 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 zack und dann hui! Mann, das gibt's doch gar nicht. Ich werde eine Pause nochmal versuchen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also, macht's gut. Ciao.